Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 The Journey. Wir spielen jetzt weiter auf Profi und haben uns unser nächstes Spiel gegen Bristol City oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Bristol C auf jeden Fall. Wir spielen auf Profi und mit dem ganzen Team. Wir haben letztes Spiel knapp 1:0 verloren. Wir sind auch nur noch Vierter. Okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht, hätte ich mal gucken können, wo Bristol gerade ist. Wenn wir Bristol City. 1892. So lange spielt Newcastle United bereits im St. James' Park. Was für eine Tradition. Und wie auf der Insel typisch eine Reihe. Jetzt sieht der Schiri so aus wie ich. Alles eng, alles dicht und eine unglaubliche Stimmung. Vor allem seit dem Wiederaufstieg in die Premier League 2011. Mann, ich war doch ein Foul. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Chance! Ja! Ich habe auf Profi ein Tor geschossen! Ich habe auf Profi ein Tor geschossen! Toller Schuss! Hier, der Pass, der war eigentlich gar nicht so gut, weil da zwei Spieler sind, aber ich kann mich da frei machen und dann ins kurze Eck. Also ich habe mich nicht ausgezogen. Das geht ja gut los hier. Nach 5 Minuten gleich das 1:0. Wird das eine Torchance? Den wollte ich eben schon haben. Sehr gut reingespielt. Schade. Da wäre mehr drin gewesen, aber den Ball spielt er nicht gut rein. Ah, der ist gut. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Ach so. Wieso haben wir jetzt einen anderen Tormann? Wir haben jetzt Woodman. Wir hatten vorher einen anderen. Komm, Richie. Das könnte eine Gelegenheit sein. Ah, Richie. Pass noch. Da trennt er ihn vom Ball. Ah, vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Und den Ball hat er sich geholt. Er findet den Mitspieler. Alexander. Oh. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Okay, wir haben. Auf jeden Fall kommen wir jetzt ein bisschen besser zurecht auf Profi. Das freut mich gerade doch ziemlich, muss ich zugeben. Okay, was heißt, wir kommen besser zurecht? Es steht gerade mal 1:0. Freistoß, ja, aber immerhin steht 1:0 und wir haben mit Alex Hunter das Tor gemacht. Ein paar ernste Worte an den Spieler. Wieder springen. Wieder kurz spielen vielleicht? Meinten wir nicht, schade. Ein guter Kopfball. Ah, Tor, sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Amiobi. Ah, das war ein wichtig, schlechter Pass. Dass er hier an den Ball kommt. Aber Alex Hunter holt ihn sich. Kriegt den Ball dann in den Lauf gespielt. Und zieht ab. Ja! Ein fantastischer Treffer. Nice. Wir spielen Profi, oder? Wir spielen Profi, oder? Und da macht er sein zweites Tor. Auch wieder schön in den Lauf. Und dann zack. Keine Chance für den Keeper. Schaut doch gut aus. Da steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Oh, schade. Sie sind geduldig. Sehr gut. Warten auf die Lücke bei der Abwehr. Ah, da wollte ich mich so ein bisschen um ihn rumdrehen, aber das habe ich noch nicht so ganz raus. Wie ich das am blödsten mache. Oh. Den spielt er steil. Oh, sehr guter Torwart. Sehr gut. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Das gibt einen Eckball. Ah, das ist der Schiri. Ich wollte gerade zu dem passen. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Scheiße. Da hätte ich durch sein können, aber ich habe den Schiri für einen von uns gehalten. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Tolle Flanke. Ja, Torwart. Die Flanke oh, okay. War alles andere als präzise. Hätten wir auch den Torwart lassen können, aber gut. Anita. Anita. Oh, Anita. Das muss man. Richie am Ball. Oh, der war auch er schlecht. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sehr gut. Geh hin da. Gewinnt den Zweikampf. Er hat sich nicht bewegt. Amiobi. Amiobi. Jetzt habe ich wieder den Schiri-Verein von uns gerade. Das ist zum Kotzen. Ah, komm hin da. Defensive steht.
Sehr gut. Anita. Anita. Wenn jetzt einer hier mal auf den Flügel gehen würde, genau so. Wird's jetzt gefährlich. So habe ich mir das vorgestellt. Ah, da wollte ich gerade flanken. Den Zweikampf. Da wollte ich gerade flanken. Dann verliert er den Ball. Pass auf die Außenbahn. Oh, ja, der ist so. Der ist so. Klasse, aufgepasst, er hat den Ball. Ist da einer? Nein. Aber. Ich würde sagen, aber den zweiten Ball, den Abpraller. Jetzt wird's sehr gut. Richie. Das gibt einen Einwurf. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Oh. 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 Macht er ihn. Oh. Oh. Jetzt die Chance. Oh. Da passt der Klasse auf. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Ein Einwurf. Jetzt die Flanke. Kein guter Ball und daher kein Problem für die Abwehr. Alex Hunter. Das könnte eine Gelegenheit zu werden. Da draußen. Genau, zu dem Sie müssen schneller spielen. Dann könnten Sie die Defensive überraschen. Ah, Knaff. Da kennt er ihn vom Ball. Ameobi. Wupp. Oh nein. Oh nein, das ist mal kacke. Das muss... So Grätschen müssen echt sehr gut getimt sein, weil sonst ist halt der Spieler am Boden und ist dann raus aus dem Spiel, weißt du? Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Little. Little? Oh, da blockt er mich. Rein. Da blockt die Sau mich. Da steht er gut und holt sich den Ball. Ah. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da geht er dazwischen. Nicht zu dem. Ah, da wollte er mit der Hacke machen. Da wollte er mit der Hacke machen. Wollte er schon zu schön machen hier. Little. Ah, schade. Er verliert die Balance nicht. Gute Körperbeherrschung. Sehr gut. Das regt mich sehr oft sehr auf, dass die so gut den Ball hier Ball im nicht, immer. Jetzt vielleicht mal Alexander. Jetzt vielleicht mal. Mit der Vorlage! Jetzt vielleicht. Oh Gott. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Aber es war ein toller Pass von Alex. Alex Hunter. Hinterher, hinterher. Ach, schade. Schon wieder hätte ich fast den Schiri für einen von uns gehalten. Okay, Halbzeit. Das ist gut. Alex macht's ganz gut. Versuche zu passen. Das nenne ich Torinstinkt. Okay, super. Der zweite Abschnitt kann beginnen hier im St. James' Park. Nur eine Hand am Controller. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Den Zweikampf führt er sehr gut. Jetzt ist der Ball dort auf Weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Warum haben die den Schiri eigentlich hier nicht schwarz anziehen lassen? Das wäre doch wunderbar, hätte sich das jetzt abgehoben! Und jetzt der Schuss! Nein! Der Pass, nichts zu halten hier! Hätte sich super Klasse abgehoben von Rot und Weiß. Aber nein, er muss auch Weiß tragen, weißt du? Gordon Freeman hat das 2:1 geschossen. Jetzt nur noch ein Tor! Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Ja. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ah. Oh. Die Flanke holt sich der Verteidiger, dabei kam sie eigentlich gut rein. Oh, da war. Ach so, jetzt haben wir so ein bisschen Pass, aber da war einer dazwischen. Durch, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Da zieht er ab. Uiuiui, Mann, was da machen die denn? Das war die Gelegenheit. Alter Vater. Tja, und dann wären sie wieder voll im Geschäft. Ameobi ist raus, die Suko ist drin, okay. Könnte jetzt einen Angriff aufziehen? Sissoko. Little Bitch? Was sagt er? Oh! Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Hunter! Was ist denn?
Ich wollte schießen. Ach, scheiße, hat er mich so gut freigespielt. Oder habe ich mich so gut freigespielt, sozusagen. Gnarf. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das gibt Einwurf. Ach so. Anita. Jetzt Alexander. Gut in den Lauf gespielt. Na. Sehr guter Einsatz. Oh Gott, was war das denn für eine Flanke? Da steht keiner bei der Flanke. Nee, das ist der Ball war auch draußen. Da hätte gar keiner stehen können. Rein technisch gesehen. Dann. Nein, nicht. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Das könnte die Chance werden. Sehr gut. Sehr gut. Lauf, Alex. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Diese Körper, diese Richtungswechsel, die würde ich auch so gern können. TOT. Ah, da läuft er, warum läuft er denn wieder zurück? Warum läuft er nicht einfach durch? Ah, schade. Fast hätte ich ihn gehabt. TOT. Sissoko. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da hat er klasse gearbeitet. Du hast kein Foul? Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sissoko. Ey. Du Penner. Du Penner, ich wollte mal ganz ruhig hier Aufbauspiel machen. Die Gäste werden wechseln. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Ich dachte, der hat den Ball schon, okay. Jetzt können sie neu aufbauen, es gibt Abschluss. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ich muss gucken, dass ich so Torwartabstöße irgendwie annehme und nicht direkt versuche weiterzupassen. Nicht zu dem. Die Defensive steht. Matt Ritchie. Oh. Das war ein guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Man muss lange im Strafraum gehalten, ne? Der Ball ist ganz souverän hier vom Torhüter. Nein, der Abfall. Und der Schiri Einsatz. Ist schon wieder keiner von mir. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Wird's jetzt gefährlich? Nein! Oh, danke, Torwart. Danke, Torwart. Alter Vater. Es gibt Ecke. Jetzt gibt's Abstoß. Ah, okay. Der Woodman ist gut. Den mag ich. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine Nein! Enge Kiste. Er versucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Woodman, ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Konzentration gefragt in der Defensive. Es gibt Eckstoß. Kopfball. Nein, raus, schieß! Starker Alter, wie nimmt ihr den Ball noch ganz hoch an? Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. Sie haben hier mehr Abschlüsse, aber liegen trotzdem zurück, Buschi. Es fehlt einfach an Effektivität. Die Ecke können noch mal ganz wichtig werden. Vielleicht schaffen sie es ja noch mit dem Tor. Raus! Jetzt gibt's einen Einwurf. Er spielt den Steilpass. Das ist kein Abseits. Defensivphase ist gut. Sehr gut. Jetzt rennen die aber an hier, alter Vater. Da muss doch mal Platz für uns sein jetzt. Wirklich es gibt 3 Minuten oben drauf. Ah. Ja. O'Neill. Wird das seine Torchance? Oh! Geht er rein? Oh Gott. Den Ball abgewehrt. Wir müssen auf Zeit spielen, ne? Können wir ein bisschen so. Genau.
Ja, ja. Wir haben auf Profi gewonnen. 2 zu 1. Wir haben auf Profi gewonnen und Alex hat beide Tore gemacht. Es war am Ende ganz schön knapp, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es doch so eng werden würde. Ja, aber das lag am Gegner. Die haben alles in dieses Spiel. Versuche zu passen, drängen die Gegner ab, nenne ich Tor und Zink, du bist bei den kurzen Pässen enorm erfolgreich. 8,4, wunderbar. Kann ich eigentlich irgendwie die Tabelle sehen? Nee, okay. Alex, how does it feel to have scored the winning goal today? Ja, das fühlt sich, der Sieg ist die Hauptsache. I think the boss had the tactics spot on. It's easy to panic when things don't happen immediately, but we kept our composure, trusted in what we were trying to do. It's been a nice spell of form for you, Alex. What are you doing differently? Ich führe das Team. Nein. I've just been playing my role for the team out there, really. We've each got a job to do, and as long as we all do it right, I think we can keep this form going. Alex, the team seems set up in a particular way today. Any comment on that? Ich weiß nichts von einer speziellen Taktik. Das kann ich nicht kommentieren. Well, it worked. Nah, in fairness, the gaffer had a setup right. We stuck to the plan. Unfortunately, we came up with a result. Thank you, Alex. Sehr gerne, Karen. So, schauen wir mal. Wir kriegen den Start-F-Bonus. Und wir kriegen 1, 2 Torschützen-Boni. So, Transferwert. Nur immer 100.000 Pfund gestiegen. Wir haben 90.600 Pfund. Sehr gut. Nochmal 3.000 Follower. Da verlieren wir wieder welche, weil wir so cool sind. Okay, Attributzuwachs. Dribbling. Dribbling hat sich erhöht. Sehr gut. Das kann man gut gebrauchen. Und so insgesamt stärkemäßig. Ja, ein Viertel. Gutes Viertel haben wir gemacht. Das ist doch okay. So, da kann man... Ach, die waren 22. Eieieieiei. Okay. Das war auch ein Pflichtsieg. Vielleicht sollte ich mich da nicht zu sehr freuen. Okay. Haben wir noch Training? Nee, wir haben das nächste Spiel gegen Tottenham. Eieieiei. Okay. Das werden wir in der nächsten Folge angehen. Ach, im Cup ist das. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei FIFA 17. Macht's gut. Ciao, ciao.